Nowadays, nothing really is ice. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on, blingin' she ice. Freeze, freeze, photo, photo. Please, please, no photos. No, no, jeez, no, no, no. Please, no photos. Hit the door and the dome and just whole team here, money. Yo, Shorty, wer ist denn der coolste hier in der Stadt? Du nicht, du nicht, du nicht. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über den Content von meinem Kanal in Zukunft. Klar werden wir über meine Autos gewisse Dinge zeigen, aber ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich das Ganze ein bisschen interessanter machen und wollte ein neues Format mit reinnehmen. Und somit starten wir mit der allerersten Folge, wie viel ist dein Auto wert, heute mit dem CL500. Nach Folge 1 werde ich in Wochen oder in 2 Wochen Abständen, ich werde das immer wieder so dazwischen schieben, Autos zeigen von Leuten, die ein bisschen freakmäßig veranlagt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die besondere Autos haben, die vielleicht besondere Umbauten haben oder eine emotionale Bindung zu dem Kfz, was sie fahren. An der Stelle könnt ihr euch natürlich auch drauf bewerben, in eines dieser Folgen zu erscheinen, indem ihr unten in der Videobeschreibung einfach eine E-Mail an die E-Mail-Adresse schickt oder mich kontaktiert auf Instagram. Und ja, wer weiß, vielleicht komme ich euch dann besuchen und wir reviewen euer Auto. Ich habe die ein oder andere Idee auf jeden Fall, wenn ich da reinpacken werde. Seid gespannt, es wird auf jeden Fall krass werden. Wie bauen wir das Ganze auf? Das ist hier eigentlich die Hauptfrage. Wir werden das Ganze so aufbauen. Ich werde denjenigen, dem das Auto gehört, ein paar Fragen stellen, wie ein Interview. Mäßig. Man wird so ein bisschen über das Auto erfahren, wann wurde das Auto erworben, ein bisschen so die Daten, sprich Kaufpreis, also Basispreis, Tuningteile. Am Ende des Videos stellen wir uns die Frage, wie viel ist dein Auto wert, und das beantworten nicht wir im Video, sondern das beantwortet ihr in den Kommentaren bei YouTube. Und jetzt starten wir mit dem CL500. Ja, es ist ein CL500 C216, 388 PS mit einer 5,5 Liter Maschine. Wagen wurde erworben aus vierter Hand. Ich selber habe ihn jetzt 2 Jahre, jetzt im dritten Jahr bin ich. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich ihn noch länger behalten werde. Zum Baujahr ist zu sagen, es ist aus 2006. Da hat man angefangen, diese Fahrzeuge zu produzieren. Davor gab es ja den legendären 215 CL500. Und wurden dann mit 2011 mit einem Facelift, also mit einer Modellpflege versehen. Basispreis 20.000 Euro. Und in dieses Kfz habe ich gesteckt einmal Felgen. Die aktuellen Felgen sind von G&B Design in 21 Zoll, vorne 9J gefahren, hinten 11J gefahren. Und haben gekostet mit Bereifung 2.200 Euro. Fahrwerkstechnisch mussten wir hier nichts verändern, um einfach auch den Fahrkomfort nicht zu verlieren. Weil sobald du hier mit Datenveränderungen aufs ABC-Fahrwerk einwirkst und der Wagen tiefer gelegt wird, verschwindet auf jeden Fall auch ein bisschen Fahrkomfort. Das habe ich damals auch schon bei meiner S-Klasse gehabt. Gehen wir mal drauf ein, was habe ich noch hier verändert an diesem Fahrzeug. Von der Ausstattung her, wir haben dieses Fahrzeug ist so gut wie mit allen Assistenten ausgestattet. Es hat Soft Close, es hat Massagesitze, wir haben eine Nachtsichtkamera, die meiner Meinung nach eigentlich gar keinen Sinn hat. Alcantara-Himmel. Nur mal, by the way, dieser Alcantara-Himmel hat damals bei einem Neuwagen 3.500 Euro Aufpreis gekostet. Was hat dieses Fahrzeug noch Aufpreispflichtiges? Es hat eine Harman-Kardon-Anlage. Bei einem Basispreis von 116.000 Euro war damals schon einiges dabei. Dieses Kfz hier hat 134.000 Euro gekostet mit den ganzen Extras. Natürlich eine stolze Summe schon damals. Wird aber bei dem heutigen S-Coupés auch nicht viel anders sein. G&B Chrom Räder, wir haben das Prior Design einmal vorne an der Frontstoßstange. Wer das nochmal so auf sich wirken lassen möchte, kann sich auf meinem Kanal den Carporn dazu reinziehen. Mal zur Heckansicht ist auch eine Prior Heckstoßstange. Verändert ist, du hast hier vorne die Seitenkiemen, die Heckblenden, der Diffuser ist ganz anders. Dann haben wir einen Heckspoiler. Prior Stoßstangen kosten
1400 Euro das Stück. Die Seitenschwelle habe ich in AMG Optik gelassen. Also so ein AMG Seitenschweller. Ich fand die ein bisschen schöner als die von Prior. Dann wurde der Wagen noch komplett lackiert. Eine Komplettlackierung habe ich damals bekommen. Was ist damals eigentlich? In 2019, ist gar nicht so lange her. Für 1500 Euro. Ist sehr, sehr, sehr günstig. Ist aber nur eine Außenlackierung. Außen geduscht nennt man das. Wir haben hinten die Auspuffblenden. Das sind Fakes, sind keine AMG. Die originalen kosten knapp 800. Ich habe 250 für die Fakes bezahlt. Sind aber qualitativ genauso und die AMG-Schrift ist drauf, also passt das schon. Der Diffuser war mit drin bei 1.4. Ja, und der Spoiler war dran. Also wenn man nur von Teile und Wagen ausgeht, circa 27.000 Euro. Ist natürlich, damals hätte ich 27.000 Euro Dreck Cash gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich ein Fahrzeug geholt, was viel, viel weniger gelaufen ist. Für dieses Format darf natürlich nicht fehlen der Eindruck bei der Fahrt von einem Auto. Ich mache das natürlich autoabhängig, ob wir da eventuell Zeiten messen oder einfach nur einen Eindruck bekommen, wie ist das, wie ist der Sound, wie ist das Fahrgefühl. Bei diesem Auto werde ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen. Wir gehen jetzt auf die Autobahn und Zeiten werden wir nicht messen. Warum? Aus zwei Gründen. A, habe ich noch ein Videoformat geplant mit einem Vergleich CL mit S-Klasse. Da werden wir Zeiten messen, um die beiden Autos zu vergleichen mit dem gleichen Motor. Und lässt er mich jetzt rein oder nicht? Ja, aus Respekt. Und der zweite Grund ist, ich bin jetzt hier alleine. Du hast keine Ahnung, Mann. Für eine Zeitenmessung bräuchte ich jetzt ein separates Handy und müsste eine App bedienen. Das ist natürlich nicht so straßenregelkonform. Deswegen werde ich euch trotzdem einen kleinen Eindruck geben von diesem Baby hier. Also, dieses Fahrzeug wiegt 1,8 Tonnen, ist aber nicht zu unterschätzen, weil wir haben hier 530 Newtonmeter Drehmoment und das ist ganz ordentlich. V8 Sauger, ich liebe diesen Sound von einem V8, was natürlich wunderschön ist, Mercedes typisch bei hochpreisigen Autos. Wir haben eine extreme Fahrerkabinenabdichtung. Das bedeutet, man bekommt kaum Geräusche von der Außenwelt mit. Außer natürlich den kraftvollen V8 und den Sound dazu. Jetzt kommt ein Tunnel. Ich werde das Fenster hier mal, ihr kennt es, Spalt runter machen und dann werden wir mal drauf latschen. Streckenabschnitt, wo mal Geschwindigkeit frei ist. Jedem sollte klar sein, dieses Auto ist kein Rennwagen. Also ein gut gemachter VW Golf GTI lässt den hier natürlich sehr schlecht aussehen. Was, Bruder? Viele schreiben mich an und fragen mich, was hältst du von Softwareoptimierung? Was hältst du von Chiptuning? Davon halte ich rein gar nichts, weil wenn man einen schnelles oder ein Auto haben möchte, was schnell beschleunigt, was mega in der Endgeschwindigkeit ist, dann sollte man sich auch ein anderes Fahrzeug kaufen als ein CL500. Wir fahren jetzt 100 und jetzt gib ihm 120. Ja, jetzt zieht wieder einer raus. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperren. Das hasse ich auf Deutschlandstraßen, dass die linke Spur immer dafür genötigt wird, mit ungefähr 5 km/h Unterschied zu überholen. Wenn du rausziehst, dann latsch du drauf und mach den Überholvorgang einfach zügig. Also nochmal, 128 und go. 150, 160, 70, 80, 90, 200. Also ihr seht, 30 Newtonmeter, die Kraft ist da, trotz seiner 170.000 gelaufen. In die
diesem Format möchte ich dem Autobesitzer eine Frage stellen. Nenn mir drei Dinge, die du schön findest an deinem Kfz. In diesem Fall finde ich es auf jeden Fall, wofür auch dieses Auto bekannt ist, cool, dass die B-Säule gar nicht existiert. Das stretcht dieses Auto extrem. Wenn man mal so drauf guckt, der Wagen hat eine Länge von 5,10 Meter. Und wenn wir jetzt einfach mal an dem Wagen vorbeilaufen, es ist ein Zweitürer. Ne? Also man braucht ungefähr 6 Schritte, bis man vorne ankommt. Und es ist ein Zweitürer, was auf jeden Fall brutal sich in der Optik widerspiegelt. Des Weiteren finde ich cool an der Kiste, man hat gepaart gemütlich und luxuriöses Fahren. Das ist richtig, richtig nice gemacht, dass man auf jeden Fall sehr königlich sitzt. Und dann aber im Umkehrschluss, wenn man möchte, kann man die Leistung abrufen. 530 Newtonmeter, 388 PS. Also das Ding rotzt auf jeden Fall gut weg. Und selbst bergauf geht die Tachonadel einmal so, ohne irgendwie zu rucken, komplett runter, 260 km/h. Das Auto ist dann aber abgeriegelt, kann man freischalten. Ich sehe da aber nicht so viel Sinn hinter. Als drittes, was ich extrem cool finde und wo wir jetzt dann auch auf den Sound eingehen werden, weil ihr seid ja alle so soundgeil. Dieses Auto ist so konzipiert, alles im Original AMG Endtöpfe. Wir haben ein Standgeräusch gemessen im Fahrzeugschein mit 83 dB. Wo jetzt jeder denkt, hä, 83 dB für ein V8, das ist sehr gering. Aber der Auspuff ist wirklich so konzipiert, dass man 83 dB im Standgeräusch schafft. Und wenn man aber auch will und drauflatscht, man auf jeden Fall eine 110 oder eine 105 schafft. Ja, ihr habt es gesehen, bei normalen, also wenn man wirklich das Gaspedal betätigt, 4.500 Touren, kommt nichts raus. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Man denkt sich so, hä? Und dann einmal draufgeknallt und dann... Hello, Motherfucker. Und ja, das ist die dritte Sache, die ich cool finde an diesem Fahrzeug. Ich werde mit Folge 2 dann beginnen, andere Autos zu reviewen. Bewerbt euch da drauf. Ich werde selber auch Autos picken, die ich cool finde, anschreiben und die Leute besuchen. Und vielleicht sehen wir uns dann bei einer Folge. Wie viel ist dein Auto wert? So, an der Stelle, schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, was ihr denkt. Wie viel ist mein Auto wert? Weil ich möchte mich da zurückhalten. Das ist eigentlich der Sinn dieser Folge. Wie viel ist dein Auto wert? Das bestimmt ihr. Ja, wenn ihr ein cooles Kfz habt, schickt mir auf jeden Fall Bilder rüber. Ich schaue es mir an und vielleicht sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Abonniert, kommentiert, ihr wisst das ganze Programm. Bis dahin. Peace out.